Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Bastian von Ihr Games, und wir spielen weiter Dragon Age Inquisition. So, wir wollen uns heute einmal die Machenschaften der Karte anschauen. Und zwar Valamar. So, dazu müssen wir nochmal nach oben gehen. Mal wieder diesen bekloppten Weg hier. Valamar, Valamar. Wow, ich laufe wieder verkehrt. Ich bin da wieder nicht hoch. Ich glaube, ich muss hier... Nee, ich will mit euch nicht kämpfen. Ach komm, weiter geht's. So, let's go. So, jetzt gehen wir wirklich mal weiter. Wir haben den Schlüssel gefunden. Letztes Mal, ja, letzte Episode war das. Kann man eigentlich nach oben klettern? Das wäre ja richtig gut. So, hier ist der Weg Richtung Valamar. So, die Tür ist offen. Und jetzt können wir nach Valamar gehen. Oh mein Gott. Lädt hier jetzt richtig eine Map. Oh mein Gott. Das muss ein alter Vorposten der Zwerge sein. Welchen Zweck hatte er? Vielleicht war es ein Handelsposten. Ich weiß es genauso wenig wie ihr. So, wir looten nochmal hier ein bisschen. Warte mal, wir können auch umgehen, wir können aber auch hier gehen. Nur mit einem besonderen Mechanismus kann die Tür geöffnet werden. Okay, ich glaube, dazu müssen wir nach oben gehen. Auf in den Kampf!
Okay, was habe ich da jetzt? Dragonstein? Dragonstein? Okay, wir schicken ihn gleich mal dahin, oder? Ja, okay, machen wir es jetzt. Soll wer das mal machen, ne? Ja, okay, Freunde, kommt rein. Der Karte aus der Größe von Valamar bleibt uns verschlossen. Wer daran etwas erinnern möchte, soll er noch eine Stunde lang Mittag herkommen. Okay. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo der Schlüssel war, da kann ich euch gleich mal zeigen. Den kann ich euch nicht zeigen. Ja. Immer ziemlich im südlichen Teil. Guckt einfach die letzte Folge, dann werdet ihr den... Dunkle Brut. Mit wie vielen von denen müssen wir rechnen? Blackwater? Das ist schwer zu sagen. Haltet jedenfalls die Augen offen. What? Dunkle Brut. Müssen wir jetzt runtergehen oder müssen wir dahin gehen? I don't know. Übernehmen? Ja. Schild der dunklen Wut. Schon. Na, Digga? Warte mal, können wir nicht hier Berg dafür bringen? Scheiße, da kommen wir jetzt nach oben. Alter, was ist das?
Und der Typ lässt nichts oder was? Er droppt gar nichts oder was? Oh mein Gott. So, wir gucken mal, ob hier noch irgendwas anderes war. Mach auf. Soll ich das vielleicht übernehmen? Ja, deswegen bist du doch hier. Achso, bist du doch nicht. Hier war ich doch schon. Ach so, das Ding hat zwei Türen. Durch diesen Stollen kommt die dunkle Brut nach oben. Wir müssen ihn versiegeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich laufe hier im Kreis. Okay, dahin oder dahin? Hä? Warte mal, hier war ich doch schon. Okay, der Typ ist ein bisschen richtig krass drauf. Ohne Mist, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Plan, wie ich hier vorbeigelaufen bin. Warte mal, ich bin da nach unten. Egal, wir gehen hier erstmal rein. Von dem Krempel, den sie in den tiefen Wegen finden. Thank you.
Okay. Okay, jetzt bin ich wieder raus. Das war's? Ernsthaft? Die Schatzkammer war damals. Okay, stimmt. Okay, dann war das alles. Kurz und knackig, würde ich mal sagen. Dann gehen wir wieder hinaus. Okay, bin ich denn hier eigentlich noch hingelaufen? Ja, okay, das ist der Weg. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Haven wieder. Wenn wir bessere Pferde haben, kann ich dir ein paar Tricks zeigen, wie man mehr aus ihnen rausholt, wenn du willst. Schon gut, vergiss es. Hä? Ohne Mist? Ach so, das ist Solas. Cassandra. Varric.
Okay, so viel konnte man hier jetzt nicht machen. Warte mal, hier ist noch eine Quest. Hier drin? Immer Bauer, seht euch das an. Sie ist viel leichter zu ignorieren, wenn man weit davon entfernt ist. Dass ihr da tatsächlich rausspaziert seid. Dass ihr ihr so nahe wart. Wenn mich nicht Soldaten der Inquisition gerettet hätten, weiß ich nicht, was geschehen wäre. Soldaten der Inquisition? Da habe ich etwas anderes gehört. Die Bresche, der Tod der Göttlichen, die Wächter. Das alles ergibt keinen Sinn. Es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Eure Erfahrungen mit den Wächtern werden uns zweifellos nützlich sein. Vor allem die Verträge nehme ich an. Alte Pergamente, die ihr gern haben könnt. Aber was ist mit euch? Wie passt ihr in all das hinein? Ich will einfach nur helfen, den Krieg zu beenden. Ich will, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ein ehrenwertes Ziel, das ich mit Freuden unterstütze. Was mich angeht, so bin ich schon zufrieden, wenn wir die Bastarde finden, die die Göttliche ermordet haben. Sie schulden uns Antworten. Dass es in dieser Gegend überall verlassene Lager der Wächter geben soll. Wenn wir Zeit dafür haben, würde ich mir das gern einmal ansehen. Vielleicht finden wir auch noch irgendetwas Brauchbares. Nichts im Moment. Vielleicht später. Okay, ich habe die Quest. Also, mein Gott. Wieder so eine heftige Sammelquest, oh mein Gott. Na gut. Es ist so, wie es ist. So, hier haben wir eine Sonderlieferung. Hier haben wir auch noch mal was. Ich habe eine Nachricht für euch, wenn es eure Zeit erlaubt. Wir haben erfahren, dass sich an der Sturmküste einige Söldner aus Tevinter zusammenrotten. Mein Kommandant der Eiserne Bulle bietet euch diese Information kostenlos an. Falls es euch interessiert, was die Sturmbullen für die Inquisition tun können, trefft uns dort und seht uns bei der Arbeit zu. Ich freue mich schon, diesen Eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Der Eiserne Bulle, war das nicht, Blick gerade? War das nicht in Kunari? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie sowas war da. Okay, so, wir können uns Tagebuch, Underground, innere Kreis. Risse in den Wäldern, Risse bei den Höfen und die Skizze. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Episode weiter. Und zwar am Kriegstisch. Obschon mich die Finsternis umhüllt. So, dann machen wir hier weiter. In diesem Sinne, danke schon mal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo, ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao.